schwedische Schauspielerin, wohlgesonnen, hat 4 Kinder. Ich muss mal eben kurz gucken, wie komme ich jetzt in diese Dings rein? Spielgrundlagen, hier ist das, glaube ich, ne? Konzentration. Drücke Q, um den Konzentrationsmodus zu aktivieren. Er weist ein weißer Kreis, zeichne eine interessante Stelle und weist dich darauf hin, dass du dich dort konzentrieren solltest. Ist doch, ne? Ja, Q. Warte mit dem Konzentrationsmodus, bis Sherlock Details zu einem Objekt auffallen oder sogar herleiten kann, was fehlt. Ist ein Hinweis in der Fallmappe mit dem Symbol versehen, musst du den Konzentrationsmodus nutzen. Oft musst du einen bestimmten Hinweis anheften, um den Konzentrationsmodus sinnvoll nutzen zu können. Siehe nach, ob in der Fallmappe neben dem Symbol für den Konzentrationsmodus dieses Symbol befindet. Im Konzentrationsmodus kannst du Personen in der Nähe analysieren. So erhältst du Informationen, die womöglich dazu beitragen, die gesuchte Person zu identifizieren. Außerdem erfährst du, ob die Person freundlich genug gesonnen ist, um dir zu helfen. Achso, im Konzentrationsmodus kannst du auch Spuren verfolgen. Nachdem du einen relevanten Hinweis angeheftet hast, aktiviert den Konzentrationsmodus, um Spuren zu folgen, solange du im Bereich der Spuren bleibst. So, Wette mit John. John meint, dass ich den ehemaligen Marineoffizier, der an unserem Tisch gewesen war, nicht beim ersten Versuch identifizieren kann. Ich werde ihn eines Besseren belehren. Auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir mal. Ich kann aber in dem Modus, kann ich im Modus laufen? Ja. Wohlgesonnen, 4 Kinder, spielen die Schauspielerin. So, der Vorgarten. Wo war denn? Warte mal, der Vorgarten. In Vordergarten. Ist das der Vordergarten hier? Ich guck mal. Das muss ja der Vordergarten sein, oder? Oder wo ist der Vordergarten? Da ist der Marineoffizier, oder? Nee. Schottischer Bürokrat. Ach, arabischer Schauspieler. Englischer Sänger. Das ist ja ein witziger Modus. Sekretärin. Aha, Abenteurer. Adelsson. Okay, also hier ist der auf jeden Fall schon mal nicht. Komme ich hier raus? Nein. Also hier komme ich schon mal nicht hin. Das ist... Hä? Aber Vordergarten ist doch vorm Haus, oder? Und nicht hinten. Ich weiß, dass in der oberen Etage auf jeden Fall noch ein Balkon war. Also der wird ja wahrscheinlich dann nicht hier sein, ne? Unsere erste Aufgabe. Oh, ich bin so... Oh, ich bin so aufgeregt. Gucken wir mal. Hier war noch eine Tür. Kommen wir da jetzt durch? Nein. Okay. Können wir hier die auch beobachten hier? Ah. Kordischer Koch. Strikt beruflich. Freundlich. Aber kann ich die auch weiter befragen? Ja, ne? Um mehr zu erfahren? Wahrscheinlich sollte ich vielleicht weiter befragen, ne? Weil da steht ja noch dieses Symbol, Leute befragen. Ich frag mal. Do you know anything about this? I can't help you, friend. Ach so. May I ask for your assistance? I can't help you, friend. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Ja, mache ich absichtlich. Was ist mit dem denn da? Oder haben wir jetzt genug? Pardon, Monsieur. But I am not ich glaube, wir haben genug Informationen. Ich glaube, es geht jetzt wahrscheinlich darum, jetzt mit dieser Vision herauszufinden, wo der ist. Ich könnte die anderen Gäste befragen. Warte mal, ich frage sie mal. May I ask for your assistance? I'm so sorry. I can't help you, sir. Ein ehemaligen Marineoffizier. Ehemalig, ne? Der muss ja nicht unbedingt Marineklamotten tragen, ne? Muss man ja sagen. Tourist. Stämmiger. Vielleicht sollte ich echt alle mal untersuchen. Na gut, die oben in der Band, glaube ich, werden es nicht sein. Also ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Ich glaube, ich muss alle mal hier checken. Deutscher Sänger. Kanadischer. Okay. Sonnenbrand auf dem Rücken. Das ist ja witzig. Schwedischer Ingenieur. Bankangestellter. Ingenieur.
Italienischer Sänger. Den hätte ich gerne noch, den habe ich noch nicht gesehen. Ja. Okay, Ingenieur. So. Hier sind welche, aber die kann ich, glaube ich, durch die Tür nicht, ne? Okay. Lehrerin, das sind ja nur weibliche Personen. Wir suchen ja eine männliche Person, ne? Bankangestellter, französischer Bürokrat. Wir checken jetzt alle mal durch. Irischer Stallknecht. Auch schön. So. Er wird es wahrscheinlich nicht sein, ne? Oder? Ja. Griechischer Sänger. Wie viele Sänger hier einfach sind, das ist ja unfassbar. Italienischer Sänger. So, was haben wir hier noch? Krim, stämmischer. Stämmischer Sänger. Schwedischer Lehrer. Diener. So, wen haben wir denn noch? Der ist es nicht, oder? Nee. Diplomat. Was war er? Okay. Aber kann ich denn noch weiter Leute befragen oder ist das jetzt alles? Ich probiere einfach mal. Are you able to help me? I can't help you with that, sir. Help me, please. I'd tell you if I knew, but unfortunately, I don't. This isn't working. You might need a different tack. Neuer Auftrag im Tagebuch. Gucken wir mal mit C. Wo? Hä? Vor uns, da sind drei Personen an unserem Tisch. Pärchen, ehemaliger Marineoffizier. Die Gäste wissen nicht, wo das Pärchen hingegangen ist. Aber der Marineoffizier hat sich wohl dem Vordergarten begeben, um zu schnappen. Ich muss ihn finden. Hä, aber wo ist denn jetzt? Stand da nicht ab. Okay. Ich gehe nochmal gucken. Vielleicht ist er doch im Vordergarten. Weil das ist ja der Vordergarten. Vielleicht muss ich einfach irgendwelche Leute befragen hier vorne. Ich frag mal. Not that one, huh? You lost the bet, Sherry. But don't let that stop your search for the officer. Jetzt habe ich die Wette verloren. Toll. Nein, ich will das nochmal machen. Ich wollte den nicht. Oh Mann. Und wer ist es jetzt? Aber steht hier gar nicht. Hä, aber wer soll's denn sein? Leider habe ich die Wette verloren. Dum, dum, dum. Mann, ich will das nochmal machen. Ach, wie ärgerlich. Hä, aber wer ist es denn? Ist es er hier? Are you able to help me? I can't help you with that, sir. Can I ask you a question? I can't help you with that, sir. Time to check your who, what and what, Sherry. Who are you asking about what and dressed as what? Do you know anything about this? My dear fellow, you're talking to the right man. Ah, der gefundene Gehstock. Der ehemalige Marineoffizier Mr. Rhodes war mit dem adligen Pärchen an unserem Tisch gesessen. Die beiden Männer hatten sich über Yachten und Segeln unterhalten, während die Frau mit dem Gehstock herumgespielt hatte. Womöglich hatte sie ihn dann beiseite gelegt und ihr Mann hatte vergessen, ihn mitzunehmen, als sie sich zur Seance des Mediums aufgemacht haben. Nun bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als selbst die Seance aufzusuchen. Hey, Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the Seance? I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. Ich kann den Gehstock seinem Sitzer zurückgeben, aber wie mache ich das? May I ask you something? Oh, I'm sorry, but that's beyond my knowledge.
Wie kann ich denn den Gehstock jetzt zurückgeben? Geht das irgendwie? Kann ich Tagebuch? Notizen. Sherry muss sich vor den Strapazen der Reise müde sein. Anders kann ich mir seine Scheitern bei einem Spielchen nicht erklären. Die Leute schauen uns schon schief an. Und das natürlich dank Sherry. Es sollte die Passanten nicht mit merkwürdigen Fragen belästigen. Ich weiß, wie Sherry das macht. Ich wette, ich würde auch genau auch die richtigen Passanten fragen, aber er würde mich wohl ignorieren. Ich weiß, wie Sherry das macht. Ich wette, Passanten fragen, aber würde wohl ignorieren. Sherlocks geistlose Fragerei muss ein Experiment für effektive Ermittlung sein. Anders kann ich mir sein Vorgehen nicht erklären. Wenn Sherlock nicht seine Vorgehensweise ändert, haben wir nächste Woche noch keine Antworten. Das muss doch auch anders gehen. Sein Tagebuch ist ja witzig. So, ja, aber wie kann ich denn jetzt, kann ich dem seinen Gehstock wiedergeben? Aber hier, das bedeutet doch Karte, ne? Da? Was ist da? Ach so. Ah, ich verstehe. Oder? Nee. Nee, das ist nicht das Symbol. Ach ja, der ist ja bei der Seance, ne? Der saß nur mit am Dings. Gehstock zu einem Gäste fragen und so am Tisch gesessen war, die auf der Szene. Ja, okay. I didn't see the owner, Sherry, so I can't help you find him. Ja, er muss ja bei der Seance sein. Da wollen wir ja jetzt hin. Da können wir dann dem Gehstock wahrscheinlich wiedergeben. Der Gehstock. Können wir denn jetzt... Wo ist denn die Seance? Ist die hier? Ist die... Ah, hä? Was? Wie macht er das so schnell? Sag mal... Teleport John ist wieder unterwegs. Come on, if you hurry, perhaps we'll see the ghost. Ja, ist doch gut. Teleport John. Hä? This hotel, this island, it's full of thieves. First my cane, now the diamond. Take your hands off me! Do you even know who I am? Hey, boy! That's my cane! I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom-made... A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be... It is rare to encounter a straight-fingered truepenny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner? Beobachten. Ah, wir können jetzt beobachten. Ist ja witzig. Woher trägt ein Ring? Knoblauchzwiebel. Trägt keinen Ehering. Annehmen. Er hat eine Beule in der Hose. Irgendwelche Slippers? Reich und modebewusst. Teure neue Kleidung. Hä, das ist voll witzig, das System. Rotes Gesicht geschwollen. Gerötete Haut. Ein Detail müssen wir noch finden. Da, seine Hand. Gerötete Fingerknöchel. Schlug vor kurzem jemanden. Knoblauchzwiebel, trägt keine Ehering. Das haben wir alles gefunden. Ausgehend vom Wappen auf dem Siegelring und auf dem Gehschonk kann ich mit großer Sicherheit sagen, dass dieser Mann Lord Craven ist. Ein englischer Adliger mit der Angewohnheit, Kurorte aufzusuchen und seine kranke Leber auszukurieren. Sein aufgedunstet und rötliches Gesicht nachzuurteilen, hat er ein alkoholisches Getränk zu sich genommen. Ob ihn vielleicht die Seance so aufgewühlt hat?
Sein Leder, was? Nee. Seine ledierten Fingerknochen lassen den Schluss zu, dass er Boxunterricht nimmt, um in Form zu bleiben. Er war bereits über seinen verschwundenen Gehstock verärgert und nun regt er sich fürchterlich über einen gestohlenen Diamanten auf. Kranker Engländer auf Kur. Gelangweilter Englinger Adliger. Profil bestätigen. Ausgehend vom Wappen, achso. Hier haben wir... Achso, jetzt haben wir ein Profil von ihm angelegt, alles klar. Simple deduction. Your cane told me everything. I was after a British noble who takes boxing lessons but suffers from some liver issues. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol. Lord Craven. Well, you're half correct. I am indeed Lord Andrew Craven. Your other guesses were wrong. But you still have the edge over that blasted medium. Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond, too. Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine, give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. Was war der Diamant, was den Diamanten betrifft, was ist bei der Seance vorgefallen? You insist the medium robbed you during the seance. But what occurred exactly? Ah, it was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands, as expected. Then something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm. Ah, yes. Common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed. Perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. Was den Diamanten betrifft. How does a priceless diamond become the subject of a seance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Raja, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty, and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. Ich werde mich umsehen. Stay here, and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. So, Geister der Vergangenheit, neuer Fall. Drücke Z, um interaktive Elemente der Spielwelt zu deinem Nähere vorzuheben. Diese Funktion hat eine Abklingzeit zur Folge und kann erst danach wieder genutzt werden. Z. Also, okay. This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ectoplasm. The ghost was here, Sherry. There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. Half a glass of Balblair scotch and the remains of a poor Laranaga cigar. What else does a gentleman need? Sonst noch irgendwas? Hier ist noch irgendwas, oder? Das hatten wir schon. Mehr ist hier nicht. Das hatten wir schon. Ich glaube, das in der Mitte geht nicht. Warum auch immer. Ah, ich kann mich auch bewegen. Ach so. Das ist ja witzig. Oh, was ist das denn? This brooch is old and cheap, but the moth design has its charms. Okay.
Man muss aber genau untersuchen, ne? Ist in der Szene dann 4 von 5 wahrscheinlich, ne? Das hatten wir schon. Das Ding kann ich irgendwie nicht untersuchen, obwohl das so eingekreist ist.